Team Niners! Willkommen zur 58. Ausgabe von Niners 360. Bevor wir uns dem Profisport widmen, zunächst ein großes Dankeschön an alle aus dem Fanforum der Niners, die diese Ausgabe finanziell unterstützt haben. Und dann wagen wir noch einen kurzen Blick in die aktuelle Entwicklung im Verein, was die Jugendarbeit angeht. Seit dieser Saison sind zwei Nachwuchstrainer fest angestellt und betreuen von den Minis bis hin zur NBBL-Mannschaft alle Altersstufen. Wie so ein Alltag im Leben eines Nachwuchstrainers aussieht, beschreibt der ehemalige Profisportler Martin Schuster. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass wir also versuchen wollen, speziell bei mir, dass ich auch im Vormittagsbereich in der Sportschule die Jungs mit trainiere, die ich auch nachmittags dann trainiere. Und dann ab 15.30 Uhr beginnt jeden Tag hier das Training. Und am Wochenende sind in der Regel, sage ich mal, manchmal auch zwei Spieltage, die ich dann mit abzudecken habe. Das ist sozusagen zum jetzigen Zeitpunkt mein regulärer Wochenablauf. Dreimal trainieren die Jugendlichen der U12 und U14 und bekommen obendrauf noch gezieltes Individualtraining. Da die BV-Mannschaften in ihrer Altersklasse in der Oberliga Sachsen dem Gegner oft keine Chance lassen, wird nach anderen Wegen gesucht, um die Jungs zu fordern. Und damit die Jungs also auch gegen stärkere Mannschaften spielen, bieten wir ihnen dann immer noch eine Liga höher an, dass sie also dann die U14-Jährigen in der Oberliga U16 mitspielen und die 12-Jährigen in der Oberliga U14. So, dass wir also immer, sage ich mal, so viel wie möglich spielen und auch gegen gute Gegner spielen können. Nach der U12 und U14 folgen dann die JBBL und die NBBL. In beiden deutschlandweiten Ligen stehen die Chemnitzer Mannschaften im Mittelfeld ihrer Staffel. Keines der beiden Teams steht im Moment auf einem Playoff-Platz. Sie haben aber auch beide nichts mit dem Abstieg zu tun. Die Tendenz ist in die richtige Richtung. Wichtig ist natürlich, dass man die nötige Geduld auch hat, dass man dort immer wieder mit den Jungs arbeitet. Auch diese Mannschaften trainieren dreimal in der Woche, zuzüglich Individualtraining für die Spieler. Und die Entwicklung gibt uns, denke ich mal, recht, dass wir auch dieses Jahr mit der NBBL hoffentlich ein positives Saisonergebnis dann zum Schluss haben. Und ich bin mir sicher, dass wir mit der intensiven Nachwuchsarbeit auch diese Spielklassen in Zukunft immer besser besetzen können und konkurrenzfähig bleiben. Mit Dominik Bassel und Kilian Leuteritz aus dem NBBL-Team sind ja bereits zwei Spieler im Anschlusskader. Und wer weiß, vielleicht sehen wir in Zukunft weitere Spieler der aktuellen U12, der U14 oder aus der JBBL bzw. der NBBL im Profiteam der Niners. Auf jeden Fall, also dieses Potenzial steckt in den Jungs. Entscheidend ist, sage ich mal, dass wir sie weiter konstruktiv und intensiv im Training betreuen. Und dann ist es, sage ich mal, kein Hexenwerk, dass auch einer von den Spielern dann in Zukunft, und da hoffe ich, dass wir jedes Jahr einen Spieler in die Mannschaft bringen, dann in der ersten Mannschaft in Zukunft spielen wird. Und damit kommen wir zum aktuellen Spieltagsgeschehen der Chemnitzer Profis. Nachdem man das Spieljahr 2012 mit 3 Siegen in Folge beenden konnte, klappte auch der Einstieg ins neue Jahr perfekt mit einem Sieg in Paderborn. Nun stand das erste Heimspiel im Jahr 2013 an und es sollte ein denkwürdiges werden. Mit Cuxhaven kam ein Team nach Sachsen, welches die Orange Army mit einem 34-Punkte-Sieg im Hinspiel wahrlich verprügelte. Die Niners brannten also auf Revanche und einer freute sich besonders, dass er nach einem Dreivierteljahr Verletzungspause endlich wieder im Chemnitzer Kader stand. Auch die Fans erschienen zahlreich und so war alles angerichtet für ein mitreißendes Basketballfest. Und folglich war auch gleich mal ordentlich Stimmung in der Bude, als Jorge Schmidt for free die Partie eröffnete. Cuxhavens erste Punkte erzielte Evan Harris am Brett. Doch den besseren Start erwischten die Hausherren und gingen so schnell mit 9:4 in Führung. Der erste kleine Auftritt der Schiedsrichter. Klares Foul von Buscota, danach noch ein Wortgefecht vom Übeltäter mit Cardenas. Doch anstatt die beiden Streithähne verbal zu beruhigen oder zu verwarnen, sofort das Tee voll für beide. Unnötig. Chemnitz blieb weiter spielbestimmend und baute seinen Vorsprung durch 2 Dreier von Robse bis auf 9 Punkte aus. Nach 2 Freiwurfpunkten von Harris und dem Dunk von Jones stand es knapp 2 Minuten vor der Viertelpause 18:9 für die Niners. Es folgte ein 8:0-Lauf der Gäste bis zum Viertelende. Dabei ließen sie kurz aufblicken, warum sie zu den offensstärksten Teams der Liga gehören. Schnelles Umschaltspiel nach Chemnitzer Fehlwürfen und schon stand es nur noch 18:17. Viertelpause. Fünf,
Das zweite Viertel begann dann wieder mit orangener Firepower. Ishii, the Legend, Saki mit dem Dreier. Und Blanchard Obianco ebenfalls für 3, 24-17. Doch Cuxhaven konterte unbeeindruckt. Dreier von Scott Thomas. Und anschließend ein Verdachtspfiff der Refs, denn dieser Block von Alex Jones war sauber. Direkt im Anschluss konnten die drei aber nicht viel falsch machen. Klares unsportliches Foul an Donald Lawson. Der Centerspieler traf beide Freiwürfe und Alex Jones legte am Brett nochmal 2 Punkte obendrauf. 35-26 Niners. Dann noch Jorge Schmidt mit dem erzwungenen Ballverlust für Cuxhaven und dem Trainer der Baskets platzte allmählich der Kragen. Ausrastlevel erreicht. Die Ansprache zeigte Wirkung, auch wenn Ishizaki zunächst die höchste Chemnitzer Führung an diesem Abend markierte. 11 Punkte vor. Doch dann legte Cuxhaven ähnlich wie schon im ersten Viertel einen Schlussspurt hin und konnte bis zur Halbzeitpause wieder 6 Punkte aufholen. So ging es beim Stand von 39-35 in die Kabine. Halbzeit 2 begann aus Chemnitzer Sicht unglücklich. Donald Lawson mit seinem 4. Foul gleich zu Beginn. Harris bewegt sich zwar noch zu Lawson hin, aber das war für die Refs schwer zu sehen. Lawson musste also erstmal runter und dennoch konnten die Niners ihre Führung behaupten. JB zum 41-37. Und mit etwas mehr Konzentration im Fastbreak hätte man auch noch weiter davon ziehen können. So konnte Cuxhaven durch Freiwürfe und einen gut aufgelegten Maximilian Rockmann wieder ausgleichen. Vielen Freiwürfe gab es aufgrund solcher unsinniger Pfiffe wie hier links im Bild. Harris hakt bei Jones ein und zerrt dessen Arm mit. Der Foulpfiff kommt aber gegen den Chemnitzer. Kurze Zeit später dann eine Schrecksekunde. Alex Jones verdrehte sich bei dieser Aktion leicht das Knie. Wir alle hoffen, dass er nur eine Bänderdehnung hat, aber genaueres weiß man noch nicht. Ein Einsatz nächste Woche gegen Kirchheim ist jedenfalls mehr als fraglich. Ohne echten Center mussten die Niners jetzt also auskommen. Dementsprechend war Chemnitz verunsichert und leistete sich nun haarsträubende Ballverluste. Die Gäste nutzten das zur ersten Führung an diesem Abend, erzielt durch Jeremy Dunbar. Anschließend dann ein etwas glücklicher Ping-Pong-Korb-Erfolg durch John Bynum. Ausgleich. Cuxhaven ging durch 2 Freiwürfe wieder in Führung, doch Andreas Endi schaffte mit der Brechstange den erneuten Gleichstand. Dann 2 Pfiffe gegen die Niners. Cardenas schiebt beim Rebound, klare Sache. Aber warum endlich ein T-Foul bekommt, bleibt wohl das Geheimnis der Refs. Da war gar nichts. 4 Freiwürfe plus Ballbesitz für die Gäste. 2 der Freiwürfe saßen und Rockmann traf abermals aus der Mitteldistanz. 4 Punkte vor für Cuxhaven. Diesmal an JB wegen Meckern. Kann man geben. Aber, ja, das große Aber kommt später. Zunächst traf Rockmann erneut beide Freiwürfe und Niners Coach Schreier versuchte nun sein Glück mit der Rückkehr von Alex Rosenthal. 10 und Spielwechsel. Willkommen 13, dieser zog gleich in seiner ersten Spielaktion Harris aus der Zone. Der Weg war frei für John Bynum, 49-53. Und nun zurück zum großen Aber. Wenn es für Meckern und Gestikulieren ein T gibt, dann aber bitte auch hier für Harris. Klare Linie, Fehlanzeige. Eine Sekunde vor Viertelende traf Robert Cardenas noch einen Freiwurf und so ging es mit einem 3-Punkte-Rückstand ins Schlussviertel. Morgen 13 Uhr wieder hier. Viele Zuschauer zu begrüßen. Dörgi gegen Jena. Und in diesem konnte Cardenas nach 3 punktelosen Minuten auf beiden Seiten mit einem Treffer von Downtown endlich wieder ausgleichen. Und nach Rosis Block erzielte Bynum im Fastbreak sogar die erneute Chemnitzer Führung. Höllenfeeling feinster Sorte. Chemnitz! 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 Chemnitz!
Gästefans hatten jetzt richtig Bock auf dieses Spiel und konnten so den Ausgleich durch Mackeldanz bejubeln. Jürgen Schmidt sorgte für das nächste Dreier-Hurra auf Chemnitzer Seite. Und Scott Thomas tat es ihm auf der Gegenseite gleich. Es entwickelte sich ein richtig geiles Basketballspiel. Nur so mancher Pfiff in die Drillerpfeife sorgte für allgemeine Ratlosigkeit. Glasklares, absichtliches Fußspiel von Cardenas. Nicht. Minuten vor Ultimo kam dann endlich der Hightower zurück. Doch auch er konnte den nächsten Pfiff gegen Takumi nicht verhindern. Eindeutiges Harris-Geschubse beim Rebound. Oder so. Und dennoch, nach zwei Freiwürfen von Takumi brachte Lawson die Niners bis auf 4 Punkte in Front. Noch 3,5 Minuten zu spielen. Es hätten sogar noch mehr Punkte sein können, doch Ishizaki war einfach zu überhastet beim Fastbreak. Und so betrug der Vorsprung nach Dunbars Treffer statt 6 nur noch 2 Punkte. Dann der nächste Niners-Angriff. Bynum vergibt den einfachen Floater, Tempo-Gegenstoß Cuxhaven, Ausgleich durch Kelly. Und der nächste leichtfertig vergebene Korb-Erfolg der Niners. Die Gäste schalteten wieder blitzschnell um und so brachte Rockmann seine Mannschaft gut 2 Minuten vor Schluss wieder in Front. Chemnitz konnte aber erneut ausgleichen, da der Fastbreak dieses Mal konzentriert zu Ende gespielt wurde. Doch Kelly brachte Cuxhaven wieder mit 2 Punkten in Front. Den folgenden Angriff vergaben die Niners. Noch 33 Sekunden und die Gäste mit dem Ball. Kurz vor Ablauf der Shotclock dann das unglückliche Foul von Cardenas an Harris. Dieser hätte mit 2 Treffern von der Linie alles klar machen können. Doch er traf nur einen. Chemnitz konnte also mit einem Dreier ausgleichen. Doch Cuxhaven spielte das Freiwurfspielchen und schickte Bynum an die Linie. Der Routinier blieb nervenstark. Nur noch 1 Punkt vor für die Gäste. Ein schnelles Foul musste her und so schickten die Niners 3,9 Sekunden vor Ende der Partie den 80-prozentigen Freiwürfer Scott Thomas an die Linie. Dieser aber vergab den ersten. Der zweite war drin. Also 2 Punkte zurück. Dreier für den Sieg oder 2er für die Verlängerung? JB entschied sich so. Der Overtime ist dann leider recht schnell erzählt. Zunächst bringt Bynum Chemnitz wieder in Front und das Momentum scheint auf Niners Seite. Doch die Cuxis hielten nichts von diesem Momentum. Nicht einen, nicht zwei, nicht drei, ganze 4 Dreier versenkten die Gäste innerhalb von 3 Minuten. Das hatte einen 6-Punkte-Rückstand der Niners 90 Sekunden vor Ende der Partie zur Folge. Bynum konnte zwar wieder verkürzen, musste aber direkt im Anschluss mit seinem 5. Foul vom Parkett. Dunbar traf beide Freiwürfe wieder 6 Punkte vor für die Gäste. 20 Sekunden vor Ende der Partie dann Schmidt für 3, nur noch 3 Punkte zurück. Jetzt ein schnelles Foul und auf Fehlwürfe hoffen. Und tatsächlich, Thomas ließ sich erneut von der Atmosphäre beeindrucken und verwarf dieses Mal sogar beide Freiwürfe. Cuxhaven schickte nun Stachulla an die Linie, doch auch ihm zitterte das Händchen. Beide Freiwürfe daneben, doch mit etwas Glück und Einsatz hatten die Niners noch eine Chance. Ein Wurf bei nur noch 8 Sekunden Spielzeit. Cardenas nimmt den ersten Wurf, vielleicht etwas überhastet, und so landete der Rebound bei Cuxhaven und Kelly konnte nun, knapp 2 Sekunden vor Ende der Partie, mit einem Treffer von der Linie alles klar machen. Und das tat er auch. Cuxhaven gewinnt am Ende mit 85-81 in Chemnitz. Glückwunsch. Eigentlich wollten die Niners nach der Heimpleite gegen Kirchheim jedes Spiel zu Hause gewinnen. Daraus wird nun leider nichts mehr.
War Cuxhaven einfach zu stark oder lag es doch an dem ein oder anderen Pfiff der Schiedsrichter? Natürlich gab es ein oder zwei Pfiffe, aber die gibt es immer. Die gibt es immer, und, aber nichtsdestotrotz hat Chemnitz ein richtig gutes Spiel heute gezeigt. Ich mein, wenn eine Mannschaft uns unter 70 Punkte hält, das ist schon eine Leistung, muss ich sagen, weil keine andere Mannschaft hat es bis jetzt geschafft. Tough calls. I had to readjust and refocus. I think we all did. We all had a little bit of foul trouble our way, and we just had to refocus and do the best we could and try to win the game. Unfortunately, you know, fouls hindered us a little bit because we had to actually watch what we do. So, tough game. Niederlagen gehören im Sport dazu. Man muss auch sagen, dass das Cuxhaven heute eine sehr starke Mannschaft war. Die stehen nicht zu Unrecht dort oben, wo sie stehen. Und das hat man heute sehr gut gesehen. Ich denke trotzdem, dass wir einen sehr guten Job gemacht haben, das auch relativ gut zu kontrollieren. Natürlich hilft es dann, wenn man im Spiel zwei, drei Freiwürfe mehr trifft, wenn man vielleicht schon mal den einen oder anderen Rebound hinten mehr holt. Das wäre schon mal eine gute Geschichte dann letzten Endes. Und das wäre dann vielleicht auch der Punkt gewesen, wo man es hätte gewinnen können dann. Es war ein hartes Spiel. Wir sind gut gestartet, haben hoch geführt oder beziehungsweise mit 10 Punkten geführt. Da darf es uns nicht passieren, dass wir Cuxhaven immer zum Viertelende wieder zurücklassen. Das tat sicherlich weh, ich denke, das hat sich am Ende gerecht. Ich denke, es war trotzdem eine gute Leistung von uns, dass wir da uns wieder zurückgekämpft haben, uns in die Verlängerung gekämpft haben. Ja, in der Verlängerung hatten wir auch unsere Chancen, konnten die nicht nutzen. Cuxhaven hat sehr gut getroffen, gerade von außen in der Verlängerung. Das tat uns sehr weh, muss man aber anerkennen. Und ja, letztendlich eine Niederlage, die sehr weh tut und die meiner Meinung nach auch unnötig ist. Mit etwas mehr Ruhe und einem kühleren Kopf in einigen Situationen wäre ein Sieg drin gewesen, weiß auch der ehemalige Aktive Martin Schuster. Ich denke, dass wir in dem dritten Viertel uns durch zwei, drei Schiedsrichterpfiffe, die sicherlich, sage ich mal, für einen einheimischen Fan als ungerecht gezählt werden können, aus dem Konzept haben bringen lassen. Und das war sicherlich der Schlüssel zur Niederlage. Wenn wir dort, auch wenn das natürlich, sage ich mal, ein sehr provokanter Pfiff zum Teil war vom Schiedsrichter, die Ruhe bewahren und uns weiterhin konzentrieren, auch wenn das schwerfällt. Ich als Spieler weiß selber, wie emotional man da gewesen ist früher. Ist es trotzdem immer das Wichtige, Ruhe bewahren und versuchen, sage ich mal, durch diese kritische Situation so schnell wie möglich durchzukommen. Und dann denke ich, hätten wir das vierte Viertel auch dann zu unseren Gunsten entscheiden können. Ich sage mal, ein Punkt mehr wäre schon der Sieg gewesen. Und das, denke ich mal, war der Hauptgrund, dass wir im dritten Viertel die Konzentration aufs Wesentliche verloren haben. Aber es nützt ja nichts. Cuxhaven war in der Verlängerung einfach abgezockter als die BV-Jungs und gingen deswegen nicht unverdient als Sieger vom Parkett. Jetzt heißt es munter putzen und den Blick nach vorn richten. Auf geht's nach Kirchheim. Ja, wir wollen nach vorne gucken. Wir wollen uns nicht auf den letzten Siegen ausruhen. Ich denke, die Niederlage tut weh, gerade gegen direkten Konkurrenten in der Tabelle. Jetzt geht's nach Kirchheim, da wollen wir wieder punkten. Natürlich, wir müssen jetzt schauen, dass wir am Montag, sobald wir wieder im Training stehen, uns an unseren Fehlern arbeiten, an gleichzeitig uns auf Kirchheim vorbereiten. Kirchheim ist eine Mannschaft, die steht unter Zugzwang. Die haben keine Hinrunde gespielt oder beziehungsweise bis jetzt nicht gespielt, wie sie eigentlich spielen wollten und wie sie auch gehandelt wurden. So, und das müssen wir natürlich schauen, dass wir da das ausnutzen ein bisschen, ganz schnell auch mit ein bisschen Wut im Bauch vielleicht da hinkommen und möglichst dann den nächsten Auswärtssieg wiederholen. Also ich denke, ich glaube da voll an die Moral meiner Mannschaft, um da zu wissen, dass es heute nicht unser bestes Spiel war, auch gleichzeitig, wir gegen einen guten Gegner trotzdem verloren haben, aber wir gegen Kirchheim auf alle Fälle wieder alles geben können, auf alle Fälle auch wieder gewinnen können. Yeah, it's a must win now. We're trying to make a good run in the playoffs, we're trying to stay in a positive stance, so we got to win the next one. You know, our goal is to try to win as many games as possible and make the playoffs, so we'll see what happens. Wir haben uns vorgenommen, einfach von Spiel zu Spiel zu denken. Jetzt werden wir erstmal nächste Woche das Spiel heute analysieren und daran arbeiten, dass sowas nicht mehr vorkommt. Und dann nehmen wir das nächste Spiel, ich glaube, es ist Kirchheim jetzt, auswärts. Wird natürlich nicht einfach, auch wenn Kirchheim jetzt eher von der Tabelle her hinter uns steht. Aber ist trotzdem eine gut gecoachte Mannschaft. Der Trainer hat sehr viel Erfahrung, die er an den Spieler weitergibt. Und vor allem haben sie jetzt auch neue Spieler, die sie jetzt eingebracht haben, die man eventuell sogar nicht kennt, oder manche, die man nicht kennt. Und da müssen wir jetzt ja, den nächsten Schritt machen. Wir denken einfach Schritt für Schritt. Trotz der Niederlage gab es für die Mannschaft nach dem Spiel Standing Ovations von den Fans. Und weil ihr bis hierhin fleißig durchgehalten habt, gibt es für euch nun nochmal das Highlight des Spiels. Welches das ist, ich denke, die Frage erübrigt sich. Bis zur nächsten Ausgabe, dann zum Derby gegen Jena. Stay tuned.